Moin und willkommen mal wieder zum weiteren Behind-the-Scenes-Video. Wir sind heute am Werbevideodrehen für Spread. Wir haben hier eine super coole Location in Düsseldorf mit einer Top-Aussicht. Wir wollen jetzt erstmal ein Interview-Setting hier aufbauen. Wir fahren dann später noch zum Medienhafen in Düsseldorf. Alle, die sich hier so vielleicht ein bisschen auskennen, wissen, eine sehr coole Location, um B-Roll-Material aufzunehmen. Und wir gucken jetzt mal, wie hier so am besten man die Kameras aufstellt, damit man hier schöne Perspektiven hat. Und ich würde sagen, schaut einfach mal ein bisschen zu. Vorteil an der Ecke wäre jetzt so ein bisschen halt, wir haben nicht diesen direkten Sonneneinfluss. Hinter Ihnen noch? Ja, ja, sieht immer noch ein bisschen alt aus. Ja, wir haben jetzt gerade mal zwei Interview-Locations hier ausprobiert. Einmal mit Fenstern im Hintergrund und einmal in dieser coolen Spiegelung. Und wir müssen sagen, das mit der Spiegelung sieht doch nochmal ein bisschen cooler aus. Einfach aus dem Grund, weil wenn man draußen natürlich sehr helles Licht hat, muss man hier natürlich ordentlich Licht gegensteuern. Dann wird man immer schnell geblendet. Deshalb, wir haben jetzt gerade auch schon mal hier am Laptop geguckt, einmal die Shots draufgezogen, mal geguckt. Und das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und auf Basis dieses Interview-Settings bauen wir dann jetzt mal alles final auf. Wir machen heute zwei Kamera-Interview-Setting. Haben jetzt schon mal die Ursa aufgebaut. Jetzt haben wir mal dabei, die Pocket drauf zu packen. Wir haben hier auf dem einen, auf der Ursa, auf der Maincam, das 2055 von D-Zero Film, sehr cooles Cinezoom-Optik. Und dann hier auf dem anderen haben wir noch das schöne 50-125, damit wir noch mal ein bisschen closer sind. Zweite Perspektive ist immer ganz cool. Das Online-Marketing ist der Schlüssel zu planbaren und zukunftssicheren. So, Interview Nummer 1 haben wir durch. Ich stehe jetzt hier gerade nochmal mit dem Sägeil. Wie lief? Komplett ungewohnt. Also ich war noch nie in so einer Situation, wo ich wirklich vor der Kamera irgendwie viel erzählen musste oder so. Aber Henrik, Antoni haben das echt klasse gemacht, haben da irgendwie komplett irgendwie das Setup, das alles drumherum hat einfach so gestimmt, dass man sich auch einfach wohlgefühlt hat, einfach das zu sagen, was man rüberbringen will als Message. Ich finde, das drumherum hat gepasst, sodass ich halt sozusagen das rüberbringen wollte, was ich wollte. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Come to Target Team. So, wir sind mit den Interviews durch. Das heißt, der schwierige Part ist geschafft. Inhaltlich ist jetzt alles im Kasten. Die beiden sind, glaube ich, auch glücklich, dass sie durch sind. Und ja, jetzt geht's weiter mit B-Roll-Material aufnehmen. Das heißt, wir nutzen jetzt hier noch so ein bisschen die Location aus. Ist ja wirklich sehr cool für Aufnahmen. An das Office könnte ich mich gewöhnen. Der Chef auf der Suche nach seinem Kaffee. Genau, einfach jetzt gleich das MacBook. Vielleicht nimmst du das auch noch einmal kurz weg. Legst du das gleich einfach auf den Tisch und klappst es auf. Ja, von hier aus einfach so. Wir sind jetzt hier in Raum Nummer 2 angekommen. Wir haben nämlich hier noch so einen kleinen Büroraum, sag ich mal, mit so einer kleinen Meeting-Ecke. Und hier machen wir jetzt so ein paar Schreibtisch-Szenen, ein bisschen arbeiten. Das, was halt dann später über die Interviews dann praktisch drüber geschnitten wird. Wir haben jetzt hier noch ein paar B-Roll-Szenen gedreht. Ich bin ordentlich fertig. Die Kamera hat ordentlich Gewicht hier mit den Cine-Optiken. Ja, aber ich würde sagen, das waren hier gerade auf jeden Fall sehr cooles Szenen. Wir haben jetzt hier gerade, wie ihr seht, noch mal ein bisschen die Tubes in den Hintergrund gepackt. Er hat nämlich das Schöne, die kann man halt ein bisschen auf die Farbakzente der Landingpage anpassen. Dann fasst sich das Video ein bisschen besser ein. Ja, ich brauche jetzt erstmal ein, zwei Minütchen Pause und Wasser und dann geht's weiter. Ich war letztes Mal schon gespannt, warum man uns gar nicht gesehen hat. Location Nummer 1 ist jetzt abgedreht. Jetzt geht's einmal weiter. Da hinten kann man es schon so ein bisschen sehen, wahrscheinlich jetzt ihr nicht, weil es draußen viel zu hell ist. Geht's jetzt einmal zum Medienhafen rüber. Wir packen jetzt einmal schnell alles ein. Warten dann noch kurz auf den Sonnenuntergang und dann gucken wir mal, was wir da noch für coole Aufnahmen machen können. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich habe mich doch nicht verfahren. Es ist jetzt draußen auch gerade schon so ein bisschen dunkler, ein bisschen bewölkt. Ich hoffe mal, dass es trotzdem einen halbwegs schönen Sonnenuntergang dann gleich gibt, den wir dann aufnehmen können. Ja, wir schauen einfach mal. Was machen wir jetzt? Wir sind jetzt hier am Medienhafen und ich bin mit Rick unterwegs, damit ich nicht gleich Fettrückenschmerzen habe.
Und ja, wir gehen jetzt erstmal da hinten zu so einer Brücke und gucken mal, dass wir da auf jeden Fall ein paar coole Aufnahmen machen. Mal gucken, wie oft wir darauf angesprochen werden, ob wir heute vom Fernsehen sind. Sind wir vom Fernsehen? Nein. Durch. Wir sind jetzt hier gerade noch mal im Medienhafen gewesen. Ihr seht schon, die Sonne ist mittlerweile untergegangen, haben gerade noch wirklich super coole Aufnahmen gemacht hier beim Sonnenuntergang. Ja Jungs, wir sind durch. Wie hat es euch gefallen? Mega. Also einfach mega. Wir fanden es echt cool. Die Shots, die wir bis jetzt schon gesehen haben, waren echt klasse. Ich denke, auch in der Postproduktion wird es auf jeden Fall sich noch ergeben, dass da noch ein paar Sachen drin sind, die man jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen hat, die aber echt wirklich reines Gold wert sind. Also wir fanden es echt klasse und sind gespannt auf jeden Fall auch auf das nächste Projekt. Der Dreh ist durch, wir sind jetzt hier gerade am Einpacken, haben schon einen Großteil zum Glück im Auto. Ja, wenn ihr in Zukunft weitere Behind-the-Scenes-Videos dieser Art nicht mehr verpassen wollt, dann lasst doch mal gerne ein Abo auf meinem Kanal da und Like würde uns natürlich auch immer gerne supporten. Ansonsten schaut gerne mal auf www.creativeview.de vorbei, so, ich kann schon gar nicht mehr reden. Da findet ihr ja, unsere ganzen Projekte der vergangenen Monate und Jahre. Das heißt, wenn euch das interessiert, schaut da auch gerne mal rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.